Sean Hogan und Jonathan Kitaka präsentieren. Anodyne und damit willkommen zu einem Spieletest bzw. einer Spielevorstellung von diesem, ja, sagen wir mal, von Zelda inspirierten Spiel, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, dessen Entwicklung ich seit Monaten verfolgt habe und das jetzt am 4. Februar 2013 endlich erscheint. Und press Enter. Das hier ist die neue Demo des Spiels. Es gab ja schon eine, da habe ich vor Monaten schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist jetzt wesentlich überarbeitet worden und entspricht den ersten beiden Gebieten oder Levels, wie auch immer man das nennen mag, des fertigen Spiels. Hier noch die Möglichkeiten, unten steht Demo. Wir können auf Steam Greenlight voten dafür. Das Spiel soll auch auf Steam kommen, wenn es genug Stimmen dafür gibt. Oder die Vollversion kaufen, dazu später mehr. Wir drücken jetzt mal C, um zu starten. Eine mysteriöse Stimme, eine Stimme. Hallo, Junge oder Junge. Also Young, so heißt der Spielercharakter. Hey, oh, du kannst mich hören. Gut, nun hör zu. Du wirst jetzt aufwachen. Du wirst die Cursor-Tasten benutzen, um dich herumzubewegen. Und damit sind wir aufgewacht und ihr seht schon, das Ganze sieht aus wie ein altes Gameboy Zelda oder auch wie Zelda A Link to the Past. Und genauso spielt es sich auch. Das ist gemacht worden von wirklich Hardcore-Zelda-Fans. Es ist allerdings nur wirklich das Gameplay. Inhaltlich und auch von der Story und der Atmosphäre ist es jetzt eher nicht so Zelda-like. Ich mache jetzt mal schnell noch was, bevor wir richtig anfangen. Ich stelle mir nochmal die Steuerung hier ein. Oben, unten, links, rechts, dann Attack und die zweite Taste, die hier noch mit drei Fragezeichen dargestellt ist, weil die Entwickler das im Demo noch nicht verraten wollen. Und damit sind wir auch schon fertig. Ihr seht schon, das Spiel würde auch auf einem alten Gameboy mit nur zwei Tasten A und B perfekt laufen. Hier durch einen Teleporter durch und ja, du wirst die Enter-Taste drücken, um mit Objekten zu interagieren und mit Leuten, die um dich herum sind. Da werden wir auch gleich noch wen treffen. Wir sind eben Young, das ist dieser Typ hier mit Brille und weißen Haaren, sehr Anime-mäßig, wenn ihr mich fragt, sehr Manga-Style. Und ja, hier ist eine Barriere, die haben wir aufgelöst. Von der Atmosphäre her dieses Spiels werde ich gleich noch was sagen. Jetzt aber noch ein Text und du wirst Backspace drücken, um das Menü aufzurufen. Welches dich mit Informationen über dich selbst und deine Umgebung versorgen wird. Können wir uns mal kurz ansehen. Hier gibt es eine Karte. Das kennt man ja von Zelda mit den Dungeon-Karten. Und hier ist das wirklich identisch, genau gleich. Items, da gibt es jetzt nicht so viel. Cards, das sind mehr oder weniger so Sammelkarten, die man im Spiel finden kann. Und die, ja, ein bisschen auch die Story vorantreiben. Speichern und beenden, Konfiguration, Lautstärke, so ein paar Mini-Optionen, eigentlich nichts, was jetzt von Belang wäre, denn wir stürzen uns jetzt hier in diesen Teleporter und sind in einem mysteriösen Ort. Da ist ein Stein. Auf diesem Stein ist etwas geschrieben und zwar manchmal, wenn du mit Leuten mehrere Male sprichst, haben sie neue Dinge zu sagen. Und apropos Leute, hier oben ist jemand, ein Mann mit Umhang. Na, es ist doch echt mal Zeit. Ich meine, hallo Young, ich bin Sage, der Dorfälteste. Sage heißt so viel wie der weise alte Mann. Du bist hierher geholt worden, weil die Dunkelheit sich über das Land ausgebreitet hat. Die Dunkelheit will den legendären Busch finden, um die Macht des Busches für das Böse zu verwenden. Du musst den Busch zuerst finden und ihn schützen.
Das ist eigentlich auch schon mal die Prämisse. Also es gibt da wohl irgendwie, wir sind in the land, in einem Land, und da gibt's ein Böses, nämlich the Darkness, die Dunkelheit, und die will so einen legendären Busch finden, der irgendwie offenbar magische Kräfte hat und mit dem Böses verursachen. Wir müssen ihn zuerst finden. Das hier sind Checkpoints. Wenn wir hier drauflaufen, geht's blingelingeling, und damit ist das hier unser Checkpoint. Wenn wir sterben sollten, werden wir hier wieder gespawnt. Hier, das ist so ein bisschen der Hub sozusagen, die zentrale Traumverteilungsstelle des Spiels. Hier können wir über diese Spiegel in die einzelnen Levels oder Welten dann hineingehen. Hier gibt es noch eine Statue. The Village Elder in name only, for he is neither, also der Dorfälteste nur dem Namen nach, denn er ist weder noch, weder Dorf noch Ältester. Und das ist natürlich, das wird jeder, der Link's Awakening gespielt hat, sofort erkennen. Das ist eine Anspielung auf The Windfish in name only, for he is neither, auf den Windfisch aus Zelda Link's Awakening. Übrigens mein Lieblings-Zelda, was wohl auch erklärt, warum ich dieses Spiel hier so super finde, denn es ist natürlich generell von Gameboy-Zeldas wie Minish Cap oder Oracle of Seasons, Oracle of Ages und auch ein bisschen von Link to the Past inspiriert, hauptsächlich aber von Link's Awakening. Das sieht man natürlich sowohl an der Grafik als auch an der Bildschirm am Seitenverhältnis. Das sieht genauso aus, ihr seht ja die schwarzen Balken links und rechts, genauso aus wie auf einem Gameboy. Hüpfe mal hier in das erste Portal rein, das ist die erste Welt, hier ist offenbar eine Straße zu sehen. Hui! Das ist so ein Teleporter, der uns eben hierher geschickt hat. Könnten wir uns jetzt wieder zurück teleportieren? Ein Checkpoint. Und das Ganze ist recht unheimlich hier. So, ja, eine Straße halt. Irgendwie höhlenseitlich kein Mensch zu sehen. Hier sieht man auch ein bisschen, oben in der Mitte ist so eine Art Karte, die dynamisch generiert wird. Hier ein Schalter, das kennt man ja alles aus Zelda Dungeons. Hier irgendwelche glibberigen Monster. Aber hier in der Kiste ist ein Wesen und ein eingeritztes Wort oder ein eingeritzter Satz auf dem Besen steht oder ist geschrieben. Drück Enter zum Kehren. Und ja, das ist unsere primäre Waffe. Ausnahmsweise mal kein Schwert, sondern ein Besen. Ja, soweit geht die Ähnlichkeit mit Zelda jetzt nicht, dass wir da ein Schwert bekommen würden. Nee, wir bekommen einen Besen. Das hat allerdings auch noch was Besonderes, da hat es was Besonderes damit auf sich, das werden wir gleich sehen. Zunächst mal, hier ist natürlich, ja, diese Tür ist verschlossen, was auch immer das ist, eher so eine Art Block, nicht mehr so eine Tür. Schauen wir mal hier rein, hier sind wieder so ein paar lustige oder eher unlustige Monsterchen, die killen wir einfach mal schnell, da kriegen wir auch Rupees dafür. Und da ist natürlich der Schlüssel, den darf man oder kann man einmal benutzen, um eine beliebige Tür zu öffnen. In dem Fall diese hier. Hier ist, ja, kennt man auch, kommt man nicht durch, bis wir das Monster nicht gekillt haben. Blüpp. Und hier ist es finster. Was ist das? Hier ist eine Gestalt erschienen, die irgendwie hinter uns hergelaufen ist und wieder verschwunden ist. Und warum ist hier so finster? Hier ist wieder hell. Das Ganze ist hier irgendwie, da ist so eine Art dünne Brücke drüber, über die Straße. Ja, und das sieht man auch schon ein bisschen. Das ist, das ist unter der Brücke. Okay, da sieht man es auch schon ein bisschen. Ja, das Spiel ist so ein bisschen unheimlich und das wird noch mehr so werden. Zunächst aber mal zur Einsatzmöglichkeit unseres Besen. Dein Besen ist nun voller Staub. Greif nochmal an, um den Staub wieder abzulegen. Wir können also hier einmal Staub, das hier ist eben Staub, mit dem Besen aufkehren und dann ist der Besen voller Staub und dann können wir woanders wieder ablegen. Und das werden wir auch machen müssen, denn dieser Staub, der schützt uns zum Beispiel in Dungeons vor Geschossen und Ähnlichem. Und das werden wir brauchen, denn Geschosse gibt es hier öfter mal. Gehen wir mal hier durch und bezüglich Unheimlichkeit. Dieses Spiel ist
doch sehr auch von der Atmosphäre von Yume Nikki inspiriert. Ich weiß nicht, ob ihr Yume Nikki kennt. Grafisch sieht sogar ja ähnlich aus wie dieses Spiel. Es ist so ein, schwierig zu sagen, so eine Art Abenteuer, Adventure, Traum, Horror. Da spielt ein kleines Mädchen, was in Albträumen herumläuft, die voll mit bizarren Gestalten sind. Und in denen könnt ihr einfach herumlaufen, diverse Dinge machen. Und dieses Spiel ist sehr ähnlich. Das sieht man auch jetzt gleich an dieser Stelle. Kopf hoch! Da kommt nämlich ein Mädchen angeradelt. Und die sieht genauso aus wie... wie heißt sie? Madotsuki oder so ähnlich. Die Hauptfigur aus Yume Nikki. Ja, tut mir leid, ich war viel zu schnell. Oh, ich habe dich noch nie gesehen. Bist du auch so ein Reisender? Hm? Du willst den Busch vor der bösen Dunkelheit schützen? Ich habe keine Ahnung, was du da sagst, aber es hört sich cool an, schätze ich mal. Ja. Das Fahrrad ist natürlich auch eine Anspielung auf Yume Nikki, da kann man ja auch ein Fahrrad bekommen. Mit dem Fahrrad können wir jetzt allerdings nichts machen im Moment gerade. Ja, I've just been out and about peddling my wares. Nein, ich bin kein Verkäufer. Wares is the name of my bicycle. Also das heißt so viel wie, es ist ein Wortspiel. Ja, ich bin hier unterwegs und verkaufe meine Waren. Kann aber auch so viel heißen wie, ich trete meine Waren. Und damit ist natürlich gemeint, mein Bicycle, das eben wares heißt, ja. Ja, vielleicht treffen wir uns ja nochmal. Ich sag dir, wenn ich irgendwas von diesem Busch höre, und da ist er auch schon weg. Sehen wir uns mal noch ein bisschen hier um. Sehr unheimlich hier die ganze Sache. Ich schätze mal, dass wir hier irgendwo hin weiter müssen. Hier oben steht 04. Da kommen wir im Moment nicht durch. Das Tor starrt versteinert. Es wird nicht aufgehen, solange es nicht 4 Karten spürt. Das heißt, diese Karten, die wir im Menü schon mal kurz gesehen haben, die hier geht es auch nicht weiter. Hier ist ein Schloss. Die brauchen wir auch an vielen Stellen, um weiterzukommen. Glücklicherweise ist hier gleich mal die erste Karte hier unten. Und zwar hier, die Fledermäuse, die kennen wir ja auch aus Zelda. Die verhalten sich sogar praktisch gleich. Und hier ist eine Kiste. Da ist jetzt eine Karte drin von einem Mann, der irgendwie so komisch zusammengekrümmt sitzt. Ob wir den vielleicht noch treffen werden... Ja, bin mal gespannt. Hier ist wieder so ein beschriebener Stein und auf dem steht: Ich wette, du liest einen Stein, weil du keine Freunde hast. Ja, danke auch. Nee, ich lese einen Stein, weil da ein Stein ist, wo was drauf ist. Draufgeschrieben ist. Muss ich doch lesen. Kann ich doch nicht einfach vorbeilaufen. Ja, hier oben. Der Teil hat, glaube ich, gefehlt in der ursprünglichen Demo. Keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Laufen wir mal hier weiter. Ich glaube, jawohl, hier sieht es so aus, als ob es hier noch irgendwo hingeht. Denn wir wollen doch zum ersten Dungeon. Und der ist nicht mehr weit. Der müsste jetzt gleich noch 2 oder 3 Bildschirme vielleicht. Dann müsste er kommen. Die Fledermäuse übrigens, die sollte man besiegen, indem man einfach stehen bleibt. Da ist er wieder, der Weise, der Sage. Bald werden deine Fähigkeiten getestet werden, Young. Um durch diesen Tempel lebend durchzukommen, brauchst du Stärke und Intelligenz oder Intellekt. Und ich vermute mal, dass du bis jetzt, dass du mittlerweile eine Waffe gefunden hast. Ich meine, natürlich ein Besen. Genauso wie es in der Legende vorausgesagt wurde. Hört sich jetzt nicht besonders überzeugend an. Grummel, Grummel von all den Inkompetenten. Hey, warum stehst du hier immer noch? Ja. Da ist wieder diese lustige Statue. Ich habe einen Besen in der Legende gesehen. Er war in der Kammer eines Hausmeisters. Und hier unten ist der Typ von der Karte. Hallo, Edward. Einmal ist ein Mann gekommen und hat einen Spiegel in unserem Badezimmer installiert. Ich wurde aufgehängt. Ich hatte Angst, dass es eine geheime Kamera, eine versteckte Kamera drin gewesen wäre. Also habe ich
den ganzen Holzrahmen abgesucht und immer so ein Öl, so eine Ölseife in die Spalten gesprayt, um damit einen Kurzschluss der Kamerakabel auszulösen. Aber natürlich habe ich nie was gefunden. Okay, du bist ein bisschen paranoid, lieber Edward. Der war auch hier auf der Karte. Hier geht es offenbar auch weiter. Sehen wir uns mal hier um. Hier unten ist noch eine Kiste. Ich schätze mal, da kommen wir im Moment aber nicht hin, oder? Kommen wir hier hin? Na? Nee, kommen wir nicht hin. Kommen wir später wahrscheinlich hin. Gehen wir mal in den Dungeon. Den zeige ich euch noch kurz. Und ich denke mal, dann wird es auch mal Zeit für ein Fazit und natürlich für ein paar Infos zu diesem Spiel, wie sich so spielt, ob die Steuerung passt. Und hier sehen wir auch schon mal gleich, wie der Staub, also der hier, diese Laser-Blaster-Dinger eben blockiert. Ich laufe jetzt aber einfach mal hier weiter. Hier ist übrigens ein Speicherteil. Das sollte man vielleicht mal drüber laufen, damit wir hier neu gespawnt werden. Blablablam, Saving. Ja, Monster, weg damit. Der unten hier hält sich die Augen zu. Lustig, die oben haben die Augen offen und der hält sich zu. Ja, das kennt man ja, das sind diese Dinger, die sich nur von einer Seite her besiegen lassen, nämlich von hinten. Kennt man alles, selbst die Gegnertypen sind aus Zelda entlehnt. Das heißt, wer irgendeinen Gameboy-Zelda-Teil oder auch A Link to the Past gespielt hat, der wird sich hier sofort zurechtfinden. Das kann ich garantieren. Wir haben jetzt einen Schlüssel, den werden wir sicher gleich brauchen, schätze ich mal. Hier ist wieder so ein lästiges Laser-Bla-Bla-Teil. Keine Ahnung, wo wir den jetzt als erstes brauchen werden. Hier ist irgendein unheimliches Licht. Der Stein spricht. Der Rand des Sichtfeldes ist das Nest der Dämonen, okay. Das verfolgt uns immer, das Licht. Hier kommt man nicht hin im Moment. Das heißt, wir müssen wohl oder übel hier weiter. Aua. Da kommen wir aber zum Glück so vorbei. Man kann übrigens den Staub natürlich nicht über mehrere Bildschirme hinweg mitnehmen, sondern immer nur über einen. Hier sind wieder mal drei von diesen lustigen Dingern hier. Schauen wir mal hier weiter. Okay, hier können wir dann auch gleich mal rein mit dem Schlüssel. Die können wir nochmal schnell killen. Autsch. Ich habe übrigens vorhin einen Blödsinn gesagt. Das sind natürlich keine Rupien, die wir da sammeln, sondern das ist Lebensenergie, die wir aber auch brauchen, denn das Spiel wird stellenweise schon verdammt hart dann. Ich schaue es erstmal nochmal hier unten vorbei. Ey, nicht so schnell fliegen. Hier dürften wir nämlich dann zu einer Kiste kommen, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, da ist sie. Da haben wir wieder eine Karte gefunden. Somit haben wir schon 2 von 4, was uns dann natürlich neue Gebiete oder neue Möglichkeiten erschließen wird. Laufen wir mal hier oben weiter. Das ganze Dungeon-Feeling hier ist echt Zelda nonstop sozusagen. Hier können wir jetzt gerade mal nicht weiter. Okay, dann laufen wir mal hier unten wieder. Autsch. Hier unten rum. Und ja, die kill ich jetzt mal schon wegen der Lebensenergie. Können wir die brauchen? Hey, gibst du mir auch was? Nein, du gibst mir nichts. Nichts. Ja, hier kommen wir gerade nichts durch. Also schätze ich mal, dass wir erstmal hier irgendwo langlaufen müssen. Hier sind schon wieder diese Schießdinger. Naja, okay. Das ist relativ leicht. Noch später wird es natürlich dann rätseltechnisch doch noch um einiges schwieriger. Hier haben wir wieder so einen gepulsten Laser, wo wir kurzzeitig Zeit haben, durchzulaufen. Und dieses Vieh hier müssen wir natürlich killen in einer der, der Schusspausen. Also jetzt am besten. Und damit haben wir den Weg hier oben nach oben hin freigeschaltet. Jetzt können wir hier natürlich so und so. Ich will hier durch. Oh, ich glaube fast, wir hätten das Vieh, wir hätten das hier auf den Links schieben müssen oder so ähnlich. Kann das sein? Kann das sein? Na? Nee. Wie denn dann?
Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ja, natürlich. Danke. Also, rätseltechnisch gibt es hier immer wieder mal was zu lösen. Au. Au. Ja, natürlich will ich continuen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben jetzt einige Teile natürlich auch noch nicht wirklich erforscht. Hier zum Beispiel ging es ja auch mal runter. Ich schätze mal, dass wir hier im nächsten Bildschirm auch unten irgendwas finden werden. Vielleicht zum Beispiel einen Schlüssel oder auch nur einen Durchgang zu einem Gebiet oder einer Gegend, wo wir schon waren. So, alles aufgekehrt. Hierüber, ach, da ist wieder eine Kiste. Ah, und hier ist ein Schlüssel. Und ich glaube mal, wir müssen jetzt an den oberen Rand des Dungeons hin. Also hier lang und... Cool. Jetzt haben wir die in den Laser reingeschoben und sie auf diese Weise gekillt. Nette Sache. So, den hier müssen wir wegschieben. Den kriegen wir nicht drauf. Aber den hier können wir einfach nach oben schieben. Und dann... Ja... Das Tor ist eh schon offen, das merkt sich das Spiel, was ja auch eine ganz coole Sache ist. So, hier, ja, wieder dasselbe. Staub vor die Linse hier. Die lustigen Tierchen hier, die kriegen wir auch noch irgendwie aus dem Weg. Geschafft, geschaffen, geschafft. Hüp, 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 hüp. Hey, nicht weglaufen. Ich will dir killen. Und da haben wir jetzt noch eine Karte bekommen. Die sind, ja, die sind scheinbar, soweit ich das bisher gesehen habe, eigentlich optional, aber eben halt nicht nur. So, jetzt, wie macht man das hier am besten? Ich schätze mal, dass wir das jetzt so Schritt für Schritt machen müssen. Jawohl, das klappt gut. Das war's auch. Das haben wir am Anfang irgendwie, habe ich das nicht ganz gerafft. Aber jetzt schaffen wir es hier durchzulaufen. Und jetzt haben wir hier den Schalter. Jetzt haben wir das geöffnet. Den Staub, schätze ich mal, müssen wir vor die Dingens hier legen. Dann das hier killen. Jetzt müssen wir nochmal oben rumlaufen und das Blob-Dings hier oben im Eck killen. Das haben wir aber, glaube ich, relativ schnell geschafft. Na? Kurz in der Pause durchlaufen. Das hier killen. Hey, jetzt ist das schon wieder lebendig. Soll das so sein? Vielleicht gibt es da ein Zeitlimit. Da müssen wir aber schnell sein hier. Falls das so sein sollte. Ja, jetzt passt's. Okay, schieben wir es mal einfach hier oben rein in den Laserstrahl. Und damit haben wir es hier auch geöffnet. Jetzt nehmen wir uns den Staub von hier unten. Legen ihn vor die Laserlinse. Und schon sind wir hier oben und... Oh, ist das nicht lustig? Lieber Young... der den Helden spielt, aber ich habe jeden Schritt, den du gemacht hast, in dem Land verfolgt und lass mir dir eins sagen, oh, das sieht nach einem Boss aus. Nicht jeder hier ist so ehrlich wie ich. Sei vorsichtig, wem du vertraust. Hm, au. Ja, au. Ach du meine Güte, der macht jetzt hier Staub oder was? Musst du nicht gleich alles dreckig machen, nur weil ich dich mit dem Besen getroffen habe? Was passiert denn jetzt? Wie kann ich dem ausweichen? Ach, das geht über den Staub. Ah, okay. Okay, jetzt haben wir ihn getroffen. Das heißt, jetzt können wir hier den Staub, jawohl, und... So, machen wir uns wieder ein Schutzschild aus Staub. Ihr seht schon, das Spiel ist sehr staubig. Ah, der wütet hier herum. Das wäre übrigens in der ersten Demo anders. Da war der nicht ganz so hart. Der ist nämlich echt... Das finde ich jetzt gerade ein bisschen heftig hier. So für den ersten Boss im ersten Level und erstes Dings und alles. Naja, aber wenigstens eine Herausforderung. Und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ich werde mit dir sein, Young... Immer wenn du alleine bist. Ist das jetzt eine Drohung oder hat er sich jetzt zu unserer Seite bekehrt? Hm. Und, denk an meinen Rat, was dein kleines Abenteuer angeht. Also man muss aufpassen, wem man vertraut. Hm. Natürlich die Frage, ob dieser Dorfälteste hier, der Village Elder,
uns nicht auch irgendwie nur benutzt? Naja, das werden wir im Laufe des Spiels schon rausfinden. Hier ist so eine... so eine Art Fee, Elfe, bla bla, die hier jetzt sich als neues Herz sozusagen in Zelda wären es Lebensherzen verewigt. Auch das kennen wir natürlich, wenn wir einen Dungeon in Zelda durchgeschafft haben. Hier ist er wieder, der Dorfälteste, der Sage. Ja, und du bist immer noch schwach, aber ich hoffe, dass du, beziehungsweise wenn du den Briar, den Busch beschützen willst vor der Darkness, musst du dich deinen Ängsten stellen, die Karte, die du in dieser Kiste finden wirst, und andere, die so wie sie sind, also andere Karten, sind Symbole deines Wachstums. Und deswegen ist es total wichtig, dass du die auch findest. Ja, danke für diesen Tipp. Haben wir soweit, glaube ich, schon rausbekommen. Hier ist wieder so eine Karte drin. Diesmal ist es die Karte des Endgegners. Wow. Also des Endbosses dieses Dungeons. Statue. Ja, Karten zu sammeln ist ganz wichtig für deine Suche, für deine Quests. Außerdem ist Karten zu bekommen auch für andere Quests wichtig, zum Beispiel für Kreditkarten oder um alkoholische Getränke zu kaufen. Ja, Stichwort Ausweiskarte. Jetzt haben wir da so einen Megaschlüssel bekommen. Ich schätze mal, den werden wir dann auch in irgendein Megaschloss reinstecken können. Dingelingelingeling. Ein Glitzerschlüssel und ja, offenbar elektrisch geladen, so wie der hier blitzt. Ja, dieser Schlüssel wird auch eine wichtige Rolle spielen, sagt uns dieser Sage. Du musst auch andere Schlüssel suchen. Ja, wir müssen unsere heldenhafte Quest fortsetzen, sagt uns der Herr. Hier können wir uns zurück beamen. Hier ist irgendwie... Das sind wir auf dieser Statue. Da kommen wir irgendwie nicht vorbei im Moment. Das heißt, hier wird offenbar später noch mehr zu entdecken sein. Und das da hinten, das sind wohl unsere Ängste oder was? Und damit sind wir jetzt wieder hier. Das heißt, ihr seht schon, dass sich hier eben diese Teleporter in verschiedene Teile aufspalten, die man dann betreten kann. Hier kommen wir noch nicht dran. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Checkpoints, wo wir hin können. Ich finde das relativ cool gemacht hier, dass man eben von diesem Hub aus überall hinkommt. Hier ist er auch schon wieder. Ja, gute Arbeit. Du hast alle Karten in einem Gebiet von The Land gefunden und als Ergebnis ist so ein Edelstein da drüber erschienen. Das ist der hier. Das heißt, wir haben dieses Gebiet dann sowohl mehr oder weniger abgeschlossen. Ich hüpfe jetzt nochmal hier rein, denn wir können jetzt, davon gehe ich jetzt zumindest mal aus, einerseits mal durch dieses eine Tor gehen, wo wir nur einen Schlüssel gebraucht hätten, und durch dieses Tor mit der 4 drauf, was wohl so viel bedeutet wie, du brauchst 4 Karten, um hier durchzugehen. Das sehen wir uns jetzt noch ganz kurz an, dann wird es Zeit für ein Fazit dieses Spiels, bevor ich hier in meiner überschwänglichen Begeisterung, dass ich hier wieder wie als kleiner Junge Gameboy spielen kann, sozusagen, auch wenn es nicht am Gameboy ist, aber vom Feeling her, bevor ich da jetzt ewig weiterspiele, das Demo hat ja jetzt auch noch einen zweiten Dungeon und daran erkennt man wohl auch, dass das Spiel doch ziemlich umfangreich ist. Ja, 4 Karten, das Tor öffnet sich, jetzt sind wir hier in wieder einem neuen Gebiet, hier kommen wir aber im Moment nicht weiter, noch nicht, oder? Doch. Und hier, hier geht es so weiter. Jetzt sehen wir uns nochmal kurz an, wie es hier unten weitergeht in dem Gebiet, wo wir den Schlüssel gebraucht hätten. Gute Frage, ob wir hier überhaupt weiterkommen. Vielleicht geht es hier auch nicht weiter, aber doch, der Schlüssel passt ins Schloss. Das Schloss öffnet sich. Und wie man es so kennt von so Gartentoren, wenn die sich öffnen, bebt die ganze Erde rundherum. Und jetzt sind wir in einer anderen Landschaft, das seht ihr auch schon. Das Spiel hat nicht nur dieses dunkle, mystische, geheimnisvolle Sprite-Set, sondern, oder Tile-Set. Genau. Gut aufgestellt, das Schild. Trifft völlig zu. Sondern es gibt hier auch andere Tile-Sets. Hier zum Beispiel Wasser, da können wir ein bisschen drin baden. Oh, meine Güte, wir gehen unter. Au. Ach du meine Güte, da haben wir... Aha, das ist ja cool. Das ist mal cool gelöst. Bei Zelda ist es ja so,
Link kann ja überhaupt nicht schwimmen, bis er dann Schwimmflossen kriegt, dann kann er es plötzlich, was ja irgendwie überhaupt keinen Sinn macht, wieso er mit, wenn er nicht schwimmen kann, mit Schwimmflossen dann plötzlich schwimmen kann. Hier geht man, wenn man zu lange im Wasser ist, einfach unter. Man kann aber einfach mal kurz so durchlaufen und hier ist wieder ein Teleporter. Da gäbe es also noch einiges zu erkunden. Ich rede jetzt nochmal hier mit dieser Katze hier, denn ich meine, wir sind im Internet. Da muss man doch wohl mit einer Katze reden. Oh, du bist jung, young, der Auserwählte. Oh, meine Güte, was für eine Ehre. Mein Name ist Miau Xiao Tuan Er. Auserwählter Azubi. Könnte ich dir eine Zeit lang folgen, damit ich zusehen kann, wie der Auserwählte sich so verhält? Ja, von mir aus. Kann man dem jetzt irgendwas sagen? Nee. Okay, wir haben jetzt eine Katze als Begleiter. Das gibt es in dem Spiel eben auch ab und zu. Das ist lustig, die ist irgendwie, wenn die im Wasser ist, so staubig oder was. Ja, also hier gibt es noch jede Menge zu erkunden. Das ist eine... Oh, das wird das Mädchen. Mit dem reden wir jetzt noch ganz schnell und ganz kurz. Erinnerst du mich? Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich habe nur mein Fahrrad namens Rares vorgestellt. Mein Name ist Mitra oder Mitra. Ja, wie geht's dir denn, Young? Woher ich deinen Namen gewusst habe? Denkst du es seltsam, hm? Nun, ich hab's auf der Rückseite von deinem Kapuzenpulli gesehen und deinem Hoodie. Miau sagt, ich mag Mitra. Und ist Rares nicht ein echt hübsches Fahrrad? Ah, kann ja sein, dass dieser Miau Xiao, der uns da folgt, so ein bisschen Tipps gibt, ob wir bestimmten Personen vertrauen sollen oder nicht. Mit dem könnten wir jetzt zu dem Sage laufen. Vielleicht sagt er dann, ich mag den nicht. Der sieht nicht wie ein guter Katzenbesitzer aus. Aber da können wir es nicht rein. Der hat das Fahrrad direkt vor der Tür geparkt. Und auch das, was die jetzt gesagt hat, die Mitra, war natürlich eine Anspielung auf Link's Awakening. Woher ich deinen Namen wusste? Na, er steht auf dem Schild drauf, der Anfang von Link's Awakening. Gut, aber jetzt machen wir mal Schluss. Ich habe genug geredet, wir sind schon über einer halben Stunde. Ja, das Spiel hier ist, muss ich sagen, für jeden, der damals Link's Awakening am Gameboy gespielt hat und dem das damals gefallen hat, absolut ein Muss, auch für alle anderen, die mit den 2D-Zeldas was anfangen können. Egal, ob ihr Minish Cap gespielt habt, oder Oracle of Seasons, oder Oracle of Ages, oder, oder ist Staub. Oder Oracle of, ich weiß nicht was, es gab glaube ich nur 2, obwohl 3 geplant waren. Oder, A Link to the Past, dann ist dieses Spiel was für euch, denn das ist echt cool gemacht. Das spielt sich total flüssig, das, flutscht einfach nur so und ja, die Demo hier, die gibt's gratis, das heißt, ihr könnt euch das auch einfach mal ganz unverbindlich und kostenlos ansehen, ob euch das gefällt, und zwar auf anodynegame.com. Dort ist das Spiel auch zu kaufen für $7, das sind glaube ich 4 Euro im Moment, also ich meine, so billig bekam man ein Gameboy-Spiel nie damals im Vergleich dazu. Also, wenn euch die Demo gefällt und ihr zuschlagen wollt, ja, kostet nicht viel. Ich würde es euch auf jeden Fall, wenn ihr mit Zelda irgendwas anfangen könnt, mit den 2D-Zeldas, total ans Herz legen. Ihr seht schon, es ist ein Spiel, von dem ich echt begeistert bin. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich lese jetzt noch diesen Stein hier zum Abschluss. Welche weisen Worte mögen uns hier wohl erwarten? Westen, Strand, Osten, Wald, Südosten, regnerisches Gebiet, Norden, Tempelgebiet, Nordwesten, Abgrund. Okay, interessanter Wegweiser, gibt es also einiges zu erkunden hier und das Spiel ist vom Umfang her, so viel habe ich mitbekommen, ich stalke die Entwickler schon seit längerer Zeit auf Twitter, das ist echt umfangreich, also das kann sich mit jedem der damaligen 2D-Zeldas messen, vom Umfang her und die Atmosphäre mit diesem ganzen Mystischen und so ein bisschen, ja, eigene Ängste und Träume und so weiter, ist an Yume Nikki angelehnt, auch ein Spiel, was ich unbedingt mal in einem Video vorstellen muss, weil es auch irgendwie ein Spiel ist, was mir verdammt gut gefällt. Ja, ich rede hier viel zu lange. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe sogar, dass das Spiel euch gefällt. Seht es euch mal an auf anodynegame.com. Ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.